Aber wir öffnen jetzt erstmal ein 6-Sterne-Kristall. Bitte ein Beyond God hier, ja. Also bitte häng ich öffne es extra heute, um am Glück dran zu bleiben. Yo Leute, Digga, was geht ab, Digga? Der Ehrenhof-Serie ist wieder motherfucking goddamn hart am Start, Alter. Und heute öffnen wir mal wieder einen 6-Sterne-Kristall, weil wir es einfach können. Ich habe gerade Variant 7 abgeschlossen, wusste ich gar nicht, dass ich noch nicht abgeschlossen habe. Deswegen erstmal durchgezockt, Digga. Und da haben wir wieder genug Scherben bekommen, um wieder einen 6-Sterne zu öffnen. Nice. Also wirklich, die 6-Sterne-Kristalle sind ziemlich hart am Drippen in letzter Zeit bei mir. Aber beschweren tue ich mich da nicht. Und sogar auch nochmal ein 5 Sterne. Ich hoffe, wir kriegen Dr. Doom. Definitiv nein. Dr. Doom wäre sehr, sehr wichtig für mich. Und wir haben natürlich nicht Dr. Doom bekommen. Egal. Dieser Champion ist Bullshit und den werde ich nicht gebrauchen können. Red Goblin ist ein Drecksgoblin. Und ja, egal. Scherben. Also, passt. Passt. Jetzt kommen wir zum wichtigen Kristall, der 6-Sterne-Kristall. Also bin ehrlich, die letzten waren ja eigentlich Beyond God-tier-mäßig, beziehungsweise ziemlich krank unterwegs. Der Boy, der G, sick wie Leukämie. Falls ihr die Videos noch nicht angeschaut habt, Digga, brettert sie euch rein, Alter. Zu wilde Videos, besonders dieses eine mega fette Opening-Video, wo ich einfach so viele Kristalle geöffnet habe, wie noch niemand in Deutschland jemals geöffnet hat, Digga. Besonders vom Wert her, wie krass die Kristalle waren. Ja, dann stoppt mir den Scheiß, stopp. Nein, ja. Gani! Oh, fuck. Fuck. Boah. Nein. Boah, ich dachte so kurz davor, vor 6-Sterne-Magnet. Oh, boah, der wär behindert krass gewesen. Behindert krass wäre der gewesen, Digga. Behindert krass wäre er gewesen. Aber Elektra, scheiße, also da gibt es kein Aber. Sehr, sehr ranziger Flex heute. Ja, okay, ich habe wahrscheinlich einfach mein ganzes Glück verbraucht, was ich jemals in meinem Leben gehabt habe. Und deswegen abonniert ihr den Kanal, schaut meine andere Scheiße an und der Ehrenhaft zu Ehrenmann ist einfach motherfucking goddamn raus. Ciao, Leute.